Monokül kommt durch. Ja, das sowieso. Getriebe kommt nicht an. Oh, kommt doch an. Nice. Ich war mir Dieser ziemlich Trecker sicher, wurde dass von es nicht Probleme ankommt. fertiggestellt. Ich hoffe, das Auto wird schnell besser. Ich meine, Mitte könnten wir über einen Wechsel nachdenken. Mir fällt nur kein Team ein, das mich nehmen würde. Realistisch gesehen. Qualifying 1, das erste und letzte Qualifying für uns. Das ist sehr vermutlich richtig. Vier ist ganz gut dafür, dass ich mich so extrem zerbremst habe. Oh mein Gott! Was denn? Ja, es ist so untersteuernd. Ist echt traurig, wie viel man erkartet. Sind so off-track kommt. Wie einfach man auch auf Track kommt, das ist so eine Sache. Ich find's lustig, dass ich mit meinen 9% Reifen noch eine 6/10 Verbesserung geschafft habe. Ja, ich habe auch noch 6/10 Verbesserung gerade gemacht. Dann glaube ich irgendwas mit 84, 55. Muss ich gerade mal reinschauen. Ne, 80, 55. 19,3, damit bin ich gerade mal P19. So, bin soweit. 8,11. 8,11, ja. 80, 55. Oh, ganz anders. Rechts, links, links, 0,23. Das ist ja ganz anders. Ja. 1,1. Ach so, holy shit. Ja. 6,317. 6,317. 153 und ganz rechts. Ja, mal gucken, ne? 3/10 in Sektor 1. Ich hatte schnellsten zweiten Sektor. Schnellsten zweiten Sektor. Und hab's verhauen. Schon wieder verkackt. Ja, jetzt mache ich eine Cooldown-Lap. Same. 18,8. Und Bei dann geht's auf die mir wäre letzte locker Runde. eine niedrige 18er drin. Ich glaube bei mir auch, aber ich habe ein paar Fehler gemacht, leider. Das wäre so schön geworden. Ja, jetzt wird mich Russell überholen wollen. Und jetzt war ich wieder off-track. Mann. Scheiße. Schon wieder auf Track. Ja, halbes Zehntel liegen lassen. Scheiße. Mann, das Auto ist so scheiße, Alter. Ich hab so und nee, ich kann durch keine Kurve fahren, weil ich so viel Untersteuern hab. Und hey! Ich werd weggedreht. Dankeschön. Drecksalpin, Alter. Schön. Ach so, du bist sogar durch. Ja. Ein toller Tag. Ein Siegen toller Sie. Tag, ja wahrscheinlich P18. Gibt es zurzeit eine Rivalität zwischen Ihnen und einem Kimi anderen Räikkönen Fahrer? oder Latifi, ja, dann nehme ich Latifi, Digga, aber ich werde Die trotzdem Saison hat gerade verlieren. erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen Ich wird? will den Titel, ja, wahrscheinlich will ich den Titel.
Klasse, das war dann alles. Ich habe einfach gesagt, ich habe das beste Team. Wenn man die Rangliste umdreht. Ja, schlechtere Zeit wie meine beste Zeit. Oh, dieses Untersteuern. Genau dasselbe habe ich auch, da habe ich die P0-Dinger gemacht. Zwei Zehntel ist gekostet, perfekt. Mehr als zwei Zehntel sogar. Oh, wow. Zweieinhalb Zehntel. Wow. 2-1 gegen Latifi. Ja, ich habe ihn besiegt. Oh, fast Level 3. Before we begin, let's take a Starting quick look grid. At the grid lineup for today's race. Lewis pole position, Hamilton. Bottas. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Sainz, Norris, Ricardo, Leclerc, Alonso, Gasly, Tsunoda, Vettel, Lance Stroll, Ocon, the Rainmaster. Russell, Fischli, 15, ich auf 18. Okay. Ja, sieht schon besser aus wie in Gio. Imola. So, ja stimmt. Du warst auf 13. Ja, du warst auf 12 und 13. Nein, nee, du warst auf 13. Ich vergesse Start. Immer mal, ja, same. Yo! Ich hab kompletten Frontflügelschaden. Same. Ja, nur virtuell. Digga, was ist da gerade passiert? Ah, Safety Car. Kann man auf hart durchfahren? Ich würde es probieren zumindest. Warte mal, sind wir beide in den Punkten oder spinne ich gerade? Ja, wir sind beide in den Punkten. Mann. Wer war's? Perez? Ich hab Perez vor mir da gesehen, wie der da stand. Digga. Ja, die Jungs sagen mir auch dasselbe. Ja. Runde 1 und dann rein da. Wäre schön, wenn zu nur, dass ich gerade nicht teleportieren würde. Lul. Was ist das denn? Hallo? Auf Nummer sicher gehen und ich drücke auf Ja, Flügelschaden wechseln. Und weiß ja nie. Ja, schön. Ich hoffe, wir sind nicht die einzigen mit Schaden. Weil das war schon eigentlich ein Massencrash da. Bei mir war das Problem, ich hatte vor mir Free Air, deswegen war ich halt richtig schnell und bin da komplett reingeballert. Ja, Sam, ich war halt in und hatte da mega viel Platz und hab mich dann da schön reingedrückt und dann. Ich war raus und hatte mega viel Platz. Und dann sind auf einmal alle angehalten und ich war so, wow! Und in dem Moment dachte ich schon, okay, ich bin tot. Aber war ich nicht, zum Glück. Okay, ja, sind wir die einzigen oder was? Nee. Ja, zu dritt. Nur. Das ist eine Frechheit. Nur drei Leute haben Schaden erlitten. Ja, das ist mal wieder typisch. Ich meine, die Box ist so scheiße lang. Ne, ist eh gut für dich. Ach echt? Ich muss trotzdem warten. Das ist richtig. Weil die brauchen immer 9,9 Sekunden. Bei mir haben die 9,5 gebraucht. Ja, perfekt. Alter, ich werde einfach von Ocon überholt. 8,5, okay, schön. Immerhin. 1,4 Sekunden schneller perfekt. Andersrum wäre es vielleicht schlauer gewesen, aber ja. Ich glaube auch. Weil dann hätte ich früher reinfahren können. Was? Was für ein Issue? Oh nö. Aber kann auch nur ein leichter Fehler sein. Nee, ERS oder so, oder TRS. Hä? Woher? Bitte kein Motor. Er ist Softwarefehler. Ah. Oh nö. Ich. Ja, besser. Issue seems to be fixed. Ja, wahrscheinlich. Ich hänge in Überholen drin. Bruder, wie soll ich mich da nicht drehen? Uff, das ist blöd, dass du drin hängst.
Ja, Safety Car in the Slab, ja perfekt, ja, immer besser. Ocon, fahr mal schneller. Oder wenn die noch langsamer machen, werden meine Reifen kalt. Meine sind schon gefühlt schon kalt. Hauptsache, die sind schon so sau langsam und ich werde trotzdem weiter eingebremst. Wie können die da so beschleunigen? Wie ist es jetzt dann? Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Dex Hamilton weiß ich wo. Wie kann der so wegziehen? Digga, Ocon, oh, hallo. Achtung, da kommt ein Ocon. Ha! Ja, unerlaubtes Überholmanöver gegen Ocon. Ja, ist ja schon gut, Chef! Ich hätte so viel Position gut machen können, aber nein, die bleiben da einfach stehen und ich krieg ohne Dings. Unerlaubtes Überholmanöver, ja genau. Ich hätte jetzt so weit vorne sein können. Aber nein, jetzt hocke ich immer noch auf 20 wegen Ocon, dem kleinen... Wie können die die Kurve so schön nehmen? Weiß ich nicht. Und ja, ich bin auf einem viel schlechteren Reifen mit dem Hart, aber trotzdem. Gap to teammate ahead is 2.1 seconds. Scheiße, fast weggehauen. Oh Mann, oh Mann. Die fahren so langsam vor mir, Alter. Aber ich kann nicht überholen. Schade, dass ich das nicht auch sagen kann, dass sie langsam fahren. Aber das tun sie eben nicht. In den ersten Sektor sind sie gar nicht zu kosten. Im letzten Sektor, Bruder. Digga, Ocon, Alter. Ja, wahrscheinlich. Beim Anbremsen sind super langsam, aber jetzt hier voll krass. Ich hoffe, ja, Digga, der bleibt die ganze Zeit hinten. Wie damals im Ligarennen. Junge, der bleibt die ganze Zeit neben mir. Ja, ja, push mich halt auch noch aus dem Weg. Genau, Digga. Ja. Als wäre ich nicht da. Naja, in Real Life würde ich genau das von dem Ocon erwarten, weil ich meine, der kann ja eh nicht fair fahren. Wie gehen die da durch? Ich verstehe es einfach nicht. Wow, erstes Track Limit Verwarnung. Sorry, ich habe Untersteuer nicht. Ich würde ja gerne anders fahren. Achso, ich habe gar keine ERS mehr. Chillig. Ja, super. DRS ist now online. Der einzige, auf den ich DRS habe, ist Ocon. Und der fährt so langsam, dass ich Anschluss zu Latifi verliere. Aber Hauptsache, gegen mich kann er halt fighten, als wäre, keine Ahnung, so wird es hier um die Weltmeisterschaft gehen. Eins, 21, 666. Wow. Was ist deine schnellste Runde? 21,54. Ja, das heißt, ich werde nicht so viel ausgebremst durch die da vor mir. Ja, und die Zeitstrafe. Wow, Ocon geht gegen Latifi in die Dings. In den Angriff. Ja. Jetzt könnte ich Latifi überholen, aber der will sich nicht überholen lassen, glaube ich. Ja, jetzt musste ich eine Verwarnung mir einstecken, damit ich nicht... Junge! Ich kann nicht mithalten. Latifi an der Box. Okay.
Wenn der Con reinkommt, sei so gut und halt ihn auf. Ich will wieder an ihn rankommen. Sogar vor Hamilton. Ich nicht. Und meine Zeitstrafe, da ist sie. Ja, Sainz, fahr mir rein. Gut gemacht. Toll, dankeschön. Ich habe den Anschluss zu Ocon ja sowieso schon verloren. Schön, dass du mir jegliche Hoffnung nimmst, ihn wieder einzuholen. Andererseits habe ich je 6 Sekunden Zeitstrafe für nichts. Dafür, dass ich ein Scheißauto habe, das sich beschissen fährt und ich es versuche abzufangen, deshalb ein bisschen off track komme, wirklich nur ein bisschen, und das dann direkt eine Zeitstrafe gibt. Wow, ich habe eine halbe Sekunde durch die Scheiße auf dich verloren. Toll. Nein, Sainz, du kannst hier nicht vorbei. Du musst schon dahin gehen. Okay, you are in the top 10. Ja, mal gucken, für wie lange noch. Oh, zwei Autos in einer Gerade an mir vorbei. Ja, okay, Sainz. Ja, verhak dich in mich, du... Verwarnungsstreckenbegrenzung. Ich wurde von Sainz gerade auf Track gedrückt, ne? Nur mal so. Ja, Leclerc. Genau, Leclerc. Mach das, Leclerc. Warum nicht, Leclerc? Genau. Ich werde die ganze Zeit behandelt von der scheiß KI, als wäre ich nicht da. Ich finde das voll toll. Digga, guck dir das an, wie groß die Lücke zwischen uns beiden schon ist. Ja, Digga, ich bin auf dem 10. Platz, aber ich habe eine 6 Sekunden Strafe. Soll die Scheiße. Ich meinte natürlich, ich bin auf dem 9. Platz, weil Vettel gerade an der Box ist. 6 Sekunden Zeitstrafe und ich habe nicht ein einziges Mal... Ah, wow, und meine zweite Verwarnung, ich habe gleich 9. Finde ich super. Immer an derselben Stelle und immer sind es ein paar Zentimeter und immer ist es ausschließlich, weil ich das Auto auf der Strecke halten will. Ja, danke schön, Game, dass ich dafür bestraft werde. Finde ich super. Bestraf mich dafür, dass ich nichts falsch mache. Finde ich toll. The gap to the car ahead is 3.0 seconds. Ja, 3.0 Sekunden ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich bin nur 1,5 Sekunden langsamer pro Runde als Leclerc. Das ist ja schon mal etwas. Ey, Jeff. 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 Alles, aber nicht in dem Rennen. Nicht in diesem Rennen. Ja, Norris, hallo. Sandwicht mich halt. Perez auf der 11, warum so weit hinten? Ach so, richtig, stimmt ja, du hast ja mein Rennen kaputt gemacht, Perez. Andererseits hat es mir irgendwie was gebracht, aber andererseits auch wieder nicht. Okay, wenn ich hier so fahre, dann kriege ich keine Verwarnung. Schön, dass man mir das erst jetzt sagt. Ja, das sollte ich hinbekommen. Oh, zum Glück nur das. Wieso, was gibt's denn? Ich kann mein DRS nicht mehr öffnen. Oh. Was heißt da zum Glück nur das? Die werden alle an dir vorbeifliegen wie Sau. Ja, Perez, versuch hier zu überholen. Das ist eine gute Idee, das wird funktionieren. Okay, we've lost the position. That's us down a place. Ja, Perez. Perez. Ich hab sowieso gerade auf niemanden DRS von dem her. Junge, ich werde die ganze Zeit behandelt, als wäre ich nicht existent. Ja. We're starting to catch the car in front, alles klar. Ja, und schon wieder zwei Positionen auf einer Geraden verloren. Die eine hole ich mir aber zurück gegen Alonso. Gegen Perez nicht, weil der zieht mitten im Kurvensektor, mitten in der Kurve. Jetzt könnte einfach ich so das mir vorbei, halt drück mich weg. Aber ich hab's halt nicht. Und das kann man sich auch sonst von Hase warten, ne? Man kann nichts erwarten.
Junge, ich bin P12, Alter. 6 Sekunden Zeitstrafe. Noch einmal auf Track, dann sind's 9. Ich werd schon wieder Letzter. Obwohl die Pace gar nicht schlecht ist. Ich kann ja gut mit denen mithalten. Abgesehen davon, dass die mich halt alle ausnahmslos... Ich meine, guck mal, die Lücke zwischen uns wird ja gar nicht größer. Zumindest nicht wirklich. Nicht viel. Das Einzige, was passiert ist, da kommen immer und immer mehr Autos rein. Weil die mich halt überall überholen. Egal wo. Selbst in der schwierigsten Kurve überhaupt. Selbst da würden die reinhalten. Warte mal, was heißt da selbst da würden sie es tun? Dings hat's ja. Perez. Ich habe 4 Autos direkt hinter mir. Weiß nicht, ob ich das noch 3 Runden schaffe. Ich habe mehr oder weniger alle verbleibenden Autos genau hinter mir. Oh mein Gott. Ohne neue Bestzeit. Ja, kein Wunder, ich muss ja auch pushen. Das Glück, dass ich am Verteidigen bin, wie sonst hättest du noch ein Auto. Nicht, wieso die mein DRS nicht machen? Das würde mir so viel bringen, hätte ich das scheiß DRS. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um die hinter mir zu halten. Ich weiß nicht, was man da tun kann. Ich glaube nichts. Ja, eben. Die sind alle schön eingereiht. Streng genommen könnten die alle in dieser Gerade einfach an dir vorbei fahren und dann wäre ich das nächste Auto wieder zu dir. Vor allem, wenn du kein DRS hast. Obwohl er aber meint, da kommt jetzt noch einer dazu, weil ich kann mich nicht wehren. Ja, selbst ein Tsunoda ohne Wimpernzucken. Oh mein Gott! Vorne P8, Digga. Ja, ich kann nichts machen. Selbst die beiden Astons holen mich gleich ein, ich fass es nicht. Weißt du, was das Beste ist? Die fahren alle an mir vorbei und jetzt bremsen sie mich alle aus. Ich bin viel schneller als jedes einzelne Auto da vorne. Weil ich auch jeden aufhalte da. Mein DRS funktioniert mittlerweile, aber ich hab keins. Oder eigentlich. Hätte ich die 6 Sekunden Zeitstrafe nicht, Alter, für mir haben werde. By the way, ich find's schön, wie die alle aus der letzten Kurve rauskommen. Ich kann das komplett vergessen. Digga, ich will wenigstens on track vor Sebastian bleiben, Mann. One second per lap ist Sebastian schneller als ich. Ja, ich werde ja auch aufgehalten. Ich werde keinen hinter mir haben mit meiner Dreckszeitstrafe. Ich werde Letzter sein. Und selbst jetzt fahre ich noch eine Verbesserung. Die höher sein würde, wenn ihr Arschlöcher nicht genau vor meiner Nase fahren würdet. Pisst euch mal aus dem Weg, ihr Pisser. Weitere Bottas. Ach so. Sehr realistisch. Alter, die... Fahrt schneller, ihr... Kannst du dem mal erzählen, dass die ein bisschen schneller fahren sollen? Die gehen mir auf den Sack. Das wüsstest du, wenn du mir sagen. Nein. Nein. Doch. Nein. Nein. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott! Der Punkt ist geschafft. Dritten Rennen. Ah, Latifi, genau! 3 Punkte!
Genau, das ist einer mehr als ich. Ja, wow, 4 zu 4, super. We'll be right back.